Ja, Leute, willkommen retour. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute sollten wir es schaffen, den ersten Test mit dem VfL zu spielen heute, und zwar gegen Chievo Verona. In 3 Tagen ist es dann soweit. Vorher müssen wir aber eine Mail beantworten, und zwar diese hier. Inter Mailand hat wegen Gulaschi angefragt und er ist extrem interessiert daran, dorthin zu gehen. Er ist 35 Jahre alt, das heißt, es ist unsere letzte Chance, mit ihm Geld zu machen. Auch wenn er unfassbare technische Werte hat. Ja, wir haben mit Hoffmann eine neue Nummer 1 verpflichtet und es steht auch, dass er extrem interessiert ist, zu Inter zu gehen. Das heißt, ich werde das Angebot jetzt wohl oder übel annehmen. Das heißt, wir brauchen einen neuen Ersatzkeeper. Und Diogo Costa hat leider dem Wechsel zu Stoke City zugestimmt und damit unser Angebot abgelehnt. Das heißt, aus dem wurde nichts. So, jetzt sehe ich den gerade nur kurz, deswegen schaue ich mal, weil vielleicht ist der auch was für unsere zweite Mannschaft. 27 Clubs interessiert, hauptsächlich Zweitligisten. Naja, sind auch Erstligisten dabei. Ich frage einfach mal an. Ah, der will echt wenig Geld. Den würde ich schon mal nehmen für unsere zweite Mannschaft. So, das heißt, wir brauchen einen Torhüter ganz plötzlich. Das heißt, ich würde schauen, dass wir wieder mal bei uns den Ablösefreien schauen. Ich finde, gerade einen Ersatzkeeper kriegt man vielleicht da eher noch. Müssen wir mal schauen, ob wir da jemand Guten finden, der da wirklich passen würde. Es muss schon einer sein, der was drauf hat. Sergio Asensio. So jemand in der Art, aber der ist nicht mehr fit genug mit seinen 36 Jahren. Roberto? Ist das der Roberto? Nee. War ich verwechselt? So. Ivan Lucic. Da ist nichts wirklich Interessantes dabei, muss man sagen. André Weiß. Ich glaube nicht, dass der stark genug ist, Ersatzkeeper zu sein bei uns. Das heißt, wir werden mal auf die Transferliste schauen müssen, wie es mit Torhütern so aussieht. Da gibt es schon interessante Torhüter, so wie Nicola Leali hier zum Beispiel, 32 Jahre alt, auf der Transferliste aktuell. Es muss jetzt kein zu alter Torhüter sein. Aber es sollte halt schon noch was drauf haben. Lindner wäre irgendwie ganz witzig als österreichischer Keeper. Ich bin kein großer Fan von ihm, muss ich echt sagen. War ich nie und werde ich wahrscheinlich auch nie sein. Nicola Leali. Weiß nicht, ob ihr den kennt, aber das ist so ein ewiges Torhüter-Talent gewesen. Der war bei Juve. Hier, 2012, 2013. Und galt, war vorher bei Brescia und man hat ihn irgendwie, damals galt er schon so als Buffon-Nachfolger. Da hat man halt auch noch nicht gewusst, wie lange Buffon noch machen wird. Und ja, eigentlich ein ganz cooler Keeper, muss man sagen. Aber so richtig gezündet hat er nie. Das ist echt ein bisschen schade. Den Mark Travers, den haben wir schon öfter mal bei den Scout-Berichten gesehen. 1,8 wird der kosten. Vom Gehalt her wäre er auch günstiger als Gulaschi. Und ein relativ guter Keeper, auch irischer Nationaltorhüter. War bei Bristol City in der Championship. War auch in der MLS. Ja, könnte man machen. Aber ganz so glücklich bin ich gerade echt nicht. Tun wir mal die Transferliste weg. Schauen wir mal, wen wir sonst so kriegen. Könnten mal schauen wegen Spielern, die vielleicht eine Ausstiegsklausel haben. Mal nur auf Ausstiegsklausel in der Höhe von, da sind wir gerade mal bei 1 Million. Gehen wir mal auf 2,5. Da sind jetzt natürlich die ganzen Spanier dabei. Aber ich glaube, das macht auch keinen Sinn. Schauen wir einfach mal, was wir so finden. Torhütermäßig, was interessant sein könnte. Also Steven Bender bei Bremen dürfte zu teuer werden. Paul Gartler bin ich auch kein großer Fan von. Das macht eine René Svete gerade. Den könnte man nehmen. Nils Körber vom 1. FC Köln.
Ich würde uns sagen, wir werden mal die Scout-Berichte anschauen, und zwar, dass wir einen Torhüter brauchen. 3 Sterne wären schon nicht schlecht. Priorität durchaus hoch jetzt. Dadurch, dass Gulaschi wahrscheinlich bald mal gehen wird. Trifft uns jetzt eh nicht so. Ich meine, so kriegen wir ein bisschen Geld und wir kriegen 1,7 Millionen Gehaltsbudget frei, weil der natürlich einiges verdient hat. Und ja. Der verlässt uns jetzt, würde mich an und für sich sehr interessieren, aber wir haben, wir sind da überbesetzt. So, wen haben wir hier? Tom Lewis, Linksverteidiger. Durchaus spannend. So, der wird nicht empfohlen. Scouting Meeting Jack Clark. Rechts Mitte. Boah, richtig guter Spieler. Apropos, könnt mal die Leihliste checken. Also jetzt nicht nur wegen Torhütern, sondern so generell. Gibt es da irgendwo vielleicht einen richtig guten Spieler? Elliot Cooper. Renier. Der wäre natürlich auch spannend. Stürmer von Inter, Rodrigo Miguel. Sind natürlich schon viele New Gens hier überall dabei. Wenig Torhüter. Aber Torhüter habe ich auch eher lieber ältere, muss ich sagen. Also die Frage aber nicht vielleicht. Schaut, dass man so jemanden leiht als dritten Innenverteidiger. 600.000 Gehalt ist jetzt nicht so tragisch. Aber wir sind grundsätzlich auf jeden Fall mal bereit genug, um in die Saisonvorbereitung zu starten. Ich muss nur ganz kurz noch checken von der zweiten Mannschaft, ob man da einen Innenverteidiger einfach mal raufziehen sollten. Lars Bischoff eventuell. Aber ich werde für die Vorbereitung noch einen Innenverteidiger brauchen. Ich nehme einfach den jetzt mal mit in die erste. Weil sonst hätten wir noch Baumgartner, der ist erst 15. Offensiv haben wir jetzt einiges in der Mannschaft. Die Defensive, da würden wir immer noch wen brauchen. Den haben wir auch noch. 16-jähriges Talent. Meine, wir werden eh versuchen, relativ offensiv zu spielen, aber die dritte Liga ist nicht so schlecht. Also, ob wir da die Klasse halten, bin ich mal gespannt. Neuer Torwarttrainer, Lorenzo Bucchi, den habe ich hat vorhin angefragt, Disziplin ist nicht so gut, der Rest dafür der Hammer. U19 Torwarttrainer. So, Schalke ist an Bauer dran. Ist okay. Der HSV ist an ihm hier dran. Ganz guter, schön vielseitig, aber kann man, glaube ich, von der Auswahlliste streichen. So, was will Marquez jetzt seine Zukunft diskutieren? Wieso will der jetzt regelmäßigere Einsatzzeiten haben? Ach Gott, du, der war doch gerade verliehen. Sollten dem Ganzen ein paar Wochen Zeit geben. Okay, passt. Das hat jetzt überraschenderweise funktioniert, dass ich da in die Offensive gegangen bin und ihn ein bisschen angepisst habe. Dritte Liga geht da schon los. Oh mein Gott. Müssen wir überlegen, wen wir da jetzt verfügbar machen. Vor allem brauche ich dann eventuell dieses zweite Spiel gar nicht. Oder dieses dritte Spiel gegen Venedig. Weil wenn da sowieso dritte Liga angesagt ist. Wenn die jetzt auch am 30.07. noch spielen. Okay, das hat jetzt nicht funktioniert. 30.07. schauen wir mal kurz. Ne, da spielen sie nicht. Aber ja, passt. Schauen wir mal. So. Testspiel abgesagt. Das passt mir ganz gut sogar. Das ist eben die Frage nur, wen wir dann verfügbar machen für die zweite. Weil da spielen wir jetzt sowieso mit unserer ersten Mannschaft. Also, was steht denn da? 4 Einheimische, mindestens 8 U23-Spieler.
Nur für Wettbewerb gemeldete Spieler sind spielberechtigt. Was auch immer das genau bedeuten mag, werden wir noch rauskriegen. Koska braucht dringend Spielpraxis, aber die wird er jetzt in der ersten kriegen. Das heißt, Wanda soll hier spielen, Bischof auch, wenn er möchte. So, ablehnen. Petrucci ist in der zweiten, oder? Ja. Andreas Müller von Freiburg. Wer ist da dran? Bremen, 650.000. Den finde ich auch spannend. Ist nicht der schnellste, aber die restlichen Ansätze sind richtig gut. Da würde ich ehrlich gesagt mitgehen. Gehen wir mal auf 500. Ah, okay. Gehen wir auf 700 und nach 30 Liga-Einsätzen 250 oder 200. Gisdol will unbedingt Petrucci haben. Unser junges Talent, aber der wird auf jeden Fall bleiben. Gerade jetzt, wo wir dieses Sprungbrett haben in der dritten Liga. Boah, 18-jähriger Wunderknabe. Geschätzter Preis 30 Millionen, Neil Wilson. Wow. Ja. Marquez und Gulaschi trainieren jetzt nicht gut. Ich hoffe, das haut jetzt hin mit dem Verfügbarmachen für die zweite Mannschaft. Weil da hatten wir ja immer wieder Probleme, wenn man so. Ach, Pellegrini wirklich zu Bremen gegangen. Gulaschi wechselt zu Inter. Richtig schade. Augsburg macht ein Angebot für Valido. Ich habe kein Interesse, den Torwart abzugeben. Und das Talent Robert Lukic werde ich jetzt auch nicht verkaufen. Den brauchen wir in der zweiten Mannschaft. So, die haben Lukas Bachmann verpflichtet. Irgendein Talent, das wir auf der Auswahlliste hatten. Ich bin schon gespannt, was wir so angeboten bekommen bezüglich Torhüter. Die Scouts sind ja dran und wir kümmern uns jetzt gleich mal um ja, unsere Mannschaft hier. Valido kommt mit als neue Nummer 2. Ja, und jetzt hat. Ach so, Bischof ist nicht mit dabei im Trainingslager. Gut. Wir spielen jetzt sowieso mit der ersten Mannschaft, so wie ich sie hier vorbereitet habe. Und dann bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie die Jungs sich machen. Erster Test, Chievo Verona, nicht uninteressant im Spiel an sich. Endlich geht's wieder los. Weiß nicht, wo Chievo da gerade ist in der Phase des Let's Plays. Die erste oder zweite Ligist sind, weil die wechseln ja irgendwie ständig mal. Deutschland, dritte Liga, können wir rüberschalten. Kostka. Kostka. Und beinahe Dorukan, unsere Neuverpflichtung. Mit dem Abschluss. Dritte Liga läuft. 0-0, das oberste Spiel hier. Können wir nebenbei immer ein bisschen mitschauen. So, Porta Nova. Oh, gefährlicher Distanzschuss, den er zum Glück nicht richtig erwischt, aber die Position war auf jeden Fall gefährlich. Jetzt hat es schon wieder auf Testspiel umgestellt. Gut aufgepasst von Schlager. Kané auf Dorukan, Schlager, Brekalo. Wieder Brekalo, guter Alleingang. Und da ist noch wer dazwischen. Ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar vielleicht der eigene war. Also bisher haben wir das Spiel in der Hand. 5 zu 1 Schüsse, aber noch nichts Brauchbares dabei. Und jetzt ist unsere zweite Mannschaft mit 0 zu 1 im Rückstand. Kamo mit dem Versuch.
deutlich zu schwach. Wieso war eigentlich plötzlich die dritte Liga wieder da? Jetzt ist wieder Testspiel da, das ist ganz schräg. Jo. Also da muss auf jeden Fall eine Leistungssteigerung her. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich dem Kraus vielleicht eine vorgeschobene Rolle gebe. Ich habe so das Gefühl, dass dieser Raum hier echt zu leer ist. Können wir es mal so probieren. Dass wir mit Kraus quasi halt mit seiner Rolle immer spielen, je nachdem wie stark der Gegner ist. Also wenn wir Favorit sind, dass wir ihm die vorgeschobene Rolle geben. Und eher was Defensiveres, wenn wir zum Beispiel dann gegen die Bayern oder Dortmund spielen. Könnten wir uns überlegen. Brekalo. Wieder Brekalo. Was macht denn der? So, ich glaube, das war gerade ein scharfer Pass in die Mitte, aber da ist halt kein Mensch. Also ich glaube, das verfügbar machen für die zweite Mannschaft funktioniert so wieder nicht. Ich werde es jetzt unter der Woche mal testen. Wenn es nicht klappt, dann müssen wir schauen, dass wir Schlager. Oh, schade. Dass wir halt wieder Testspiele für die Mannschaft so ausmachen, dass unsere ganze Reserve, unsere Ersatzbank und die Tribüne ordentlich Spielpraxis kriegt. Mein Plan war ja eigentlich jetzt, deswegen habe ich das eine Testspiel abgesagt, dass ich die hier alle für die zweite Mannschaft verfügbar mache, aber das spielt scheinbar nicht. Tete. Dorukan. Und Tete. Gibt's ja nicht. Ich packe jetzt mal das geduldig Spielen rein, auch das Hinterlaufen machen wir an. Gut von Kamo geklärt. Das hat Kané bisher für eine Note 6,9, nicht schlecht. Dorukan, starker Pass auf Kané nach vorne. Brekalo. Das war wieder, naja. Kraus. Auch nicht das Wahre. Also so haben wir sie zwar schön in der Hand, aber es hilft uns halt irgendwie nichts. Mittelfeld liefert gut, die Offensive gefällt mir gar nicht. Ich werde jetzt dann auch gleich durchwechseln, damit die eben auch Spielpraxis kriegen. Valido kommt rein, Mustafi kommt rein für Pongracic, Wanderson kommt rein. Jetzt habe ich halt links hinten niemanden, das heißt, da müssen wir echt noch suchen. Ja, ich wechsle komplett durch. Rashica links außen nach innen ziehend, Paqueta rechts außen nach innen ziehend und vorne Alejandro Marquez. Das heißt, Bamba bleibt mal draußen. Blanco gleich mal mit einer gelben Karte. Okay. Vielleicht zu früh aufs Feld gelaufen bei der Einwechslung. Aber Linksverteidiger brauche ich jetzt echt noch einen. Gerade, dass Sapong so teuer ist, der wäre echt perfekt jetzt für die Rolle. Als Ersatz bei uns. So, Rashica. Macht das gut. Toller Alleingang, 1-0. Ausgezeichnet. Damit kann er natürlich versuchen, sich jetzt für die Startelf zu empfehlen. Im Brekalo ist er immer wieder recht schwach unterwegs. Rashica. Ja. Ganz guter Alleingang. Torwart sieht natürlich trotzdem nicht gut aus. Muss man, denke ich, sagen. Und die zweite Mannschaft hat ausgeglichen. Es steht 1-1. Sehr schön. Oh, 1-2. Arnold mit dem Freistoß und Paqueta abseits.
So, 90. Minute jetzt mal Offensivaktion von Kiew, ein Standard, der wird zur Ecke geklärt. Und dann kann man noch hoffen, dass da jetzt nichts passiert. Paqueta, geh doch zum Ball. Alter, der Typ nervt. Langer Ball ins Nirgendwo, 91. Minute, ziemlich hergeschenkt. Kané. Okay, sehr schräg geklärt von Kané. Okay, das sind halt noch Missverständnisse dabei. Er ist halt neu. Aber trotzdem 7,0, gute Vorstellung. Vor allem Rashica konnte er sich empfehlen. Da werden wir vielleicht. Ich überlege gerade, ob ich Rashica nicht einfach rechts außen spielen lasse, als normaler Flügelspieler. Ja, ich lobe sie mal. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall ein bisschen Moral hier. Ich überlege gerade noch, ob man nicht irgendwie doch mit einem 4-2-3 spielen könnte. Dass wir eventuell den Schlager noch vorschieben. Dorukan nicht unbedingt, der ist eher defensiv. Schlager haben wir schon gesehen. Kraus auf der 10. Auch nicht unbedingt. Lukas Paqueta könnte es natürlich sehr gut. Arnold könnte es auch. Schaut es mit Blanco aus? Nicht so wirklich. Aber gut, wir hätten mit Paqueta. Ja, da müsste ich einen Tom Kraus jetzt auf die Bank tun. Das will ich eigentlich auch nur ungern. Weil Dorukan ist halt echt stark. Der gefällt mir richtig gut. Schlager als Box-to-Box finde ich halt auch gut, weil Box-to-Box musst du alles können, offensiv wie defensiv. Das kann er halt. Es ist echt schwierig. Aber so schlecht sind wir hier im Zentrum gar nicht aufgestellt. Wenn ich den jetzt noch auf Support stelle, sind wir hier eigentlich immer besser aufgestellt. Vlahovic eventuell hängen in der Spitze. Damit sind wir hier wirklich grün. Ja, und wir haben hier noch sehr wenig Anweisungen. Das heißt, wir werden mit dem Hinterlaufen arbeiten. Ich werde das ein bisschen enger angreifen lassen, weil wir im Zentrum recht stark sind. Ich glaube, dass ich geduldig spielen lassen werde, weil dann haben wir genug Zeit, bis die Spieler nachrücken. Und ich überlege, ob ich ein bisschen später attackiere, weil das frühe Draufgehen. Also ich sag mal, wenn er drauf geht, bringt es nichts, weil das ist zum Beispiel einfach so, dass die sich viel zu leicht befreien können. Also ein bisschen später wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Kann man ja mal probieren. So, aber jetzt müssen wir noch kurz checken, wie es bei der zweiten Mannschaft eben war. Was mich gerade interessiert. Ah, die haben es verloren, 1-2 leider. Schade drum. Aber ja. Also der Kader ist natürlich alles andere als stark im Moment. Schauen wir, ob wir jetzt von der ersten wen verfügbar machen können. Wenn das funktioniert, ist gut. Wenn nicht, müssen wir weiter einkaufen für die zweite. Jo. Der wäre halt echt schön. Was wir auch noch machen könnten, ist, wir könnten die österreichische Nationalmannschaft durchschauen, also die Jugend. Wenn es da so gäbe. Stefan Schuster, Innenverteidiger von Sturm Graz. Ah, der war mal bei Liefering. Aber da sind schon einige sehr schwache Fähigkeiten dabei. Schauen wir vielleicht eher in die U19. 42.000 Maximilian Borsche von Salzburg. Okay, heftiger Marktwert. Da haben wir noch einen, 160, Jonas Mattis. 18 Jahre alt. Gefällt mir auch relativ gut. Einen Verteidiger brauchen wir auf jeden Fall noch. Boah,
Okay, nach 30, nach 40 Ligaeinsätzen kriegst du nochmal 100. Okay. Jetzt muss ich nur ganz kurz nochmal schauen. Die Registrierung der zweiten Mannschaft. Ist die jetzt eigentlich soweit erledigt, oder? Hier kann ich zwar auf Registrierung gehen, aber dritte Liga. Die sind alle nicht registriert. Wieso nicht? Ich denke mir nämlich gerade, wieso haben die alle nicht gespielt? Wie kann ich für die dritte Liga registrieren? Mindestens 8 U23 Spieler auf dem Platz hier, Mai, aber wie Höchstalter dritte Liga? Wollte mich verarschen. Das kann ja nicht sein. Der ist 16. Mindestalter. Ernsthaft. Was haben wir in der dritten Liga für ein Höchstalter? Habe ich gerade ernsthaft umsonst die ganzen Spieler gekauft? Müssen mindestens, ja, das passt. Das passt auch. Maximal 6 Spieler über 22. Also Leihgeschäfte. Also ich finde das gerade nicht, um ehrlich zu sein. Also ich sehe da wirklich nichts. Boah, Leute, bitte helft mir. Das kann es ja echt nicht sein. Ich kann hier. Was ist, wenn ich die hier alle registriere? Für die erste Mannschaft quasi. Wenn ich einen Daniel Wein jetzt registriere zum Beispiel. Ist der dann. Nee, das hilft nichts. Ach Leute, ich brauche eure Hilfe. Dann streichen wir den Daniel Wein wieder raus. Aber das gibt's ja nicht, oder? Den sollte man nehmen können mit seinen 18 Jahren. Live-Verein brauchen wir keinen. Boah, der will viel zu viel. Da gehen wir vielleicht auf 350. 15%. Leute, das ärgert mich gerade richtig. Warum ist das so? Es gibt für die. Ja, nee, das ist mir zu teuer. Es gibt für die. Für die dritte Liga kein Maximalalter, zumindest nicht in den Regeln. Warte mal, wenn ich hier raufgehe. Spieler müssen am 1.1. 18 Jahre oder jünger sein. Oh, das ist die A-Junioren. Also meine Vermutung ist, dass ich die registrieren muss, weil da steht nur für den Wettbewerb gemeldete Spieler sind spielberechtigt. Aber Fakt ist, ich kann die nicht registrieren. Es gibt auch keine Aufgabe mit Kaderregistrierung, glaube ich. Wenn ich hier auf Registrierung gehe, kann ich eben nur die Bundesliga auswählen.
Oder Trainingslager, ja mal. Kann ich hier eine Registrierung irgendwie vornehmen? Ja, vor allem, es sind doch, ich meine, als wir in der dritten Liga gekickt haben, war Daniel Wein genauso dort. Mindestalter verstehe ich ja noch. Aber es gibt kein Höchstalter. Oh, bitte sagt mir, dass das kein Bug ist. Unfassbar ärgerlich. Na gut. Mit dem. Der ist ja auch zu alt. Den muss ich in die zweite verschieben. Der Rest sollte passen. Naja, Leute. Ich warte jetzt mal das eine Spiel noch ab. Das können wir sonst gemeinsam machen, wenn ihr wollt. Vielleicht geht es sich noch aus jetzt. Überziehe ich halt mal wieder. Die letzten beiden Parts waren schon XXL-Parts. Oder die letzten drei, glaube ich. Aber das interessiert mich jetzt gerade noch. So. Müssen mindestens vier einheimische Spieler spielen. Passt. Mindestens acht U23 Spieler. Ja, ist okay. Sind halt einige andere dann auf der Bank. Müssen mindestens vier einheimische U23 Spieler spielen. Da steht nichts, was auch nur irgendwie ein Problem wäre. Bamba zur Verfügung, Baran zur Verfügung. Bei denen steht auch wieder nicht spielberechtigt. Warum ist er nicht spielberechtigt? Jonas Westerhoff. Der ist 19 Jahre alt. Weil der gesperrt ist? Ich versuche die jetzt auch mal reinzutun. So, die haben den hier verpflichtet. Onana. Jetzt wird gespeichert, aber das machen wir jetzt noch kurz. Also bitte schreibt mir hier in die Kommentare unbedingt, damit das Ganze hinhaut, oder schreibt mir sonst, keine Ahnung, auf Instagram. Ist mir ganz egal, aber. Aber irgendwie müssen wir das Thema lösen. So, der kommt jetzt auch zu uns. Ich nehme den jetzt trotzdem. Schieb den dann gleich in die zweite Mannschaft. Den machen wir nicht. Vielleicht ist es ja wirklich irgendein Bug. Aber wir werden es rausfinden. Mit eurer Hilfe bin ich optimistisch. So, der gefällt mir eigentlich auch recht gut, muss ich sagen. Kaderregistrierung. Ich dachte, wenn ich so einsteige, vielleicht klappt das dann für die zweite Mannschaft. Haut aber auch nicht hin. So. Und der würde jetzt auch noch zu uns kommen. Den werde ich mal auch noch holen für die zweite. Und dann müssen wir nur noch gemeinsam schauen, wie wir die registrieren können. 19 Jahre alt. Also vom Alter her soll es kein Problem sein. Intensivsprachkurs. Muss nebenbei mal ein bisschen googeln. Aber ich glaube, das bringt dir nichts. Ich brauche eure Hilfe und eure Meinung, Leute. So, jetzt müsste Donnerstag, jetzt müsste die zweite schon gespielt haben. Auch 1-0 verloren. Sehr bitter. Schauen wir mal kurz auf die, aufs Match. Draskovic hat gespielt, Uanderson hat gespielt, das hat das verfügbar machen hat gepasst und funktioniert. Bamba hat auch gespielt. Kostka hat auch gespielt.
Akan Baran wurde noch eingewechselt. Das heißt, theoretisch funktioniert Spieler von der ersten Mannschaft für die zweite verfügbar zu machen. Jetzt müssen wir vielleicht noch probieren, dass wir irgendeinen in die erste schieben, dort registrieren und dann verfügbar machen. Also weil die vielleicht einfach nicht registriert sind, die ich alle neu verpflichtet habe jetzt. Ich probiere das jetzt, Leute. Das heißt, wir gehen auf Registrieren. Habe ich jetzt gerade. Nee, passte. Alles beim Alten. Gerade gedacht, ich habe da gerade eine Autoauswahl irgendwie gemacht, keine Ahnung. Ich filter jetzt nochmal, genau, die zweite Mannschaft ist jetzt dabei. Wen kann ich da nicht verfügbar machen? Das sind alle, die zu jung sind. Okay, das passt eh. Aber die werden wir jetzt alle registrieren. Ich kann hier maximal 99 Spieler registrieren, also das ist eh kein Stress. Na, vielleicht müssen die einfach für die Bundesliga registriert sein, damit das funktioniert. Würde ich zwar nicht ganz checken jetzt, aber wenn es keine getrennte Registrierung gibt, weil Bamba zum Beispiel ja auch für die erste registriert war, dann würde es vielleicht doch irgendwie wieder Sinn ergeben. Ich hoffe, ihr wisst gerade, wie ich das meine. Aber dann könnte ich mir vorstellen, dass das wieder funktioniert. Jetzt schaue ich nochmal kurz, ob da in der zweiten jetzt wieder was steht. Verfügbar. Das sind die Jungen. Aber bei den anderen. Da reden sie wieder vom Höchstalter. Aber. Zum Thema Höchstalter. Wie alt ist Kostka? 21. Na gut, ich lasse es jetzt. Ich werde nicht schlau draus. Ich freue mich auf eure Kommentare. Vielleicht schlagt ihr eh schon die ganze Zeit die Hände über den Kopf zusammen, weil ich irgendwie Blödsinn mache die ganze Zeit und Spieler umsonst verpflichtet habe jetzt. Wir werden es rausfinden. Ich freue mich auf eure Kommentare. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.